Hallo, hier ist Defi.jetzt mit dem Krypto-Rückblick für den November 2021. Mit an Bord ist der Ralf. Hallo, alle miteinander. Herzlich willkommen zum November-Rückblick. Genau. Und der Mario ist nicht dabei. Der hat einen wichtigen Termin. Und deswegen machen wir das heute nur zu zweit. Und ich schlage vor, wir steigen gleich ein in die Gespräche, die wir im letzten Monat so hatten. Die lese ich mal vor, weil du nachher dann die ganzen Nachrichten wieder erzählst. Also wir hatten endlich den Professor Dr. Markus Büch wieder zu Gast mit dem zweiten Teil unseres ursprünglichen Gesprächs, was in Ausgabe 10, glaube ich, abgelaufen ist, wo wir nicht fertig wurden. War wieder sehr interessant. Wir haben über DAOs, dezentrale autonome Organisationen, gesprochen. Dann hatten wir zwei Leute von T-Systems Dresden zu Gast, die über die Staking-Lösung der Deutschen Telekom ausführlich sich mit uns unterhalten haben. Auch ein sehr interessantes Gespräch. Und wir hatten jetzt wieder den Christoph Musenbrock und Matthias Zimmermann von Etheris zu Gast und haben da nochmal ein paar Sachen mehr erfahren zu dezentralen Versicherungen, dezentralen Absicherungen. Da gab es ja schon einen Blockchain-Kaffee, ich glaube, das zweite war. Aber trotzdem gab es hier nochmal einige Rückfragen und Klärungen. Und zwar fand ich ein sehr interessantes Gespräch. Die letzten zwei haben wir im November geführt, aber erst Anfang Dezember veröffentlicht. Deswegen haben wir es aber trotzdem hier nochmal bei November mitstehen. So, Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Ralf, du darfst gleich mal loslegen. Ja, das Metaverse ist in aller Munde. Metaverse herausgegeben oder neu definiert mal wieder. Diesmal durch Facebook, Mark Zuckerberg. Er hat ja sogar sein Unternehmen umbenannt in Meta. Und was passiert dort? Letztendlich gibt es noch keine genaue Definition von dem, was Metaverse ist oder sein soll. Meiner Ansicht nach ist das eine Ansammlung von gut verknüpften digitalen Märkten, wo wir im Prinzip so viel Zeit als möglich als Mensch, Kunde verbringen sollen, um einfach neue Umsatzfelder abzubilden. Das kann sein, zum Beispiel, was es jetzt schon gibt, Verkäufe von digitalem Land. Also etwas, was es nicht gibt, kann man kaufen, Land, man kann vielleicht Häuser bauen und so weiter. Und für mich ist das gar nicht so neu. Ich erinnere mich so ungefähr zwischen 12, 13 oder 14 Jahre zurück. Ich habe bei der Deutschen Post gearbeitet damals und wir haben auch sehr viel Innovation gemacht und da gab es Second Life. Und die Deutsche Post hat damals in Second Life wirklich ein virtuelles Postoffice, Postamt schon eröffnet gehabt. Und das, was jetzt hier passiert, also alter Wein in neuen Schläuchen, neu verkauft. Ich habe auch gehört, dass Nike zum Beispiel jetzt schon Sneaker in die virtuelle Welt bringt, die dann wie eindeutige NFTs dort anzuziehen sind. Sogar einen NFT, einen halben NFT für den linken Fuß, linken Schuh, einen für den rechten Schuh. Also ich bin mal gespannt, was da noch alles so für interessante digitale Blüten kommen. Und es zeichnet sich ab, dass es eine Verschmelzung von realem Leben, virtuellem oder digitalem Leben, wobei man dann hin und wieder gar nicht so richtig unterscheiden kann, wo bin ich denn jetzt gerade, wo ist meine Meinungsbildung, findet sie noch im realen physikalischen Leben statt, findet Begegnungen noch schon im Metaverse, im Metaversum statt. Also es scheint ein neuer Hype zu werden. Überall alle neuen Showcases oder Acts, Show-Acts, die man jetzt hört, ja, Metaverse, Metaverse, aber es weiß eigentlich keiner so recht, was es ist. Und ich glaube, es wird dort auch virtuelles Geld geben, wenn es das nicht schon mal gegeben hat. Ich denke da nur an den Linden-Dollar in Second Life. Ja, also das heißt, wir hatten damals schon eine virtuelle Währung. Naja, mal schauen, was so alles passiert.
So, also die sagen wir, Assoziation zu Second Life drängt sich bei mir auch auf. Und mit dem Lindendollar, es war damals eine Möglichkeit, sagen wir mal, von PayPal Geld in Bitcoin zu schieben, dass du mit über PayPal quasi Lindendollar kaufst und den Lindendollar wieder über in Bitcoin tauscht. Das nur so zur Info. Ich habe aber hier zu Metaverse auf Hive, habe ich von einem Nutzer, den Artikel verlinke ich auch, eine recht gute Beschreibung bekommen oder gesehen, was Metaverse machen soll. Ich lese es mal kurz vor. Das Metaverse kann niemals beendet oder pausiert werden. Es läuft immer, erstens. Zweitens, es ist live und zwar laufen im Metaverse wie auch in der realen Welt zeitlich begrenzte Events ab. Das Metaverse als Ganzes findet jedoch in Echtzeit statt. Drittens, es gibt keine Obergrenze für die Teilnehmerzahl. Viertens, das Metaverse hat seine eigene Wirtschaft. Firmen und Individuen können investieren, kaufen, verkaufen und für die Arbeit innerhalb des Metaverse bezahlt werden. Fünftens, das Metaverse umfasst die digitale Welt genauso wie die physische. Außerdem gibt es offene und geschlossene Plattformen innerhalb des Metaverse. Also die eierlegende Wollmilchsau. Sechstens, digitale Objekte sind innerhalb des Metaverse austauschbar. Als Beispiel nennt er Objekte aus Videospielen, die heute nur in dem jeweiligen Game genutzt werden können. Im Metaverse gäbe es, sobald, also da hat er jemanden zitiert, jedoch immer die Möglichkeit, diese Objekte auch in einem anderen Kontext zu verwenden. Und siebtens, das Metaverse ist voll von Inhalten und Erfahrungen in Gänsefüßchen, die von Individuen, privaten Gruppen und Unternehmen erstellt werden. Und das ist natürlich eine recht gute Aufklärung oder Aufzählung von dem, was jetzt aktuell bekannt ist. Ich will mal noch einen kleinen Rückblick wagen. Tja, wir hatten All-Time-Highs im letzten Monat, sei es zu Bitcoin, sei es auch in Ethereum. Wir hatten auch aus meiner Sicht die höchste Summe derjenigen oder der Dollar in Fiat-Geld gemessen, die in Coins oder in virtuellen Währungen sozusagen abgebildet waren. Das waren etwas mehr als 2,75 Billionen Dollar. Und auch DeFi ist massiv gestiegen innerhalb des letzten Monats November, also auf mehr als 280 Milliarden Dollar. Wenn wir uns das überlegen, vor einem Jahr war das erst ein Zehntel von der Summe in Fiat-Geld, die in DeFi-Markt untergebracht worden ist. Also dort einen Rückblick zu wagen, ist auch ganz interessant. Und wo ich immer ein bisschen lächle, aber mittlerweile ist es vielleicht auch ein bisschen ernster zu nehmen. Unter den ersten 12 bzw. 13 Währungen halten sich tapfer und wacker die sogenannten Hundecoins, Dogecoin und Shiba Inu, am Anfang alles belächelt, aber mittlerweile scheint das ein ähnlicher Wertespeicher zu sein, den man auch ein bisschen ernst nehmen muss. Die bilden ja immerhin schon über 30 Milliarden oder 40 Milliarden Dollar ab. Also das ist für mich alles unverständlich und so weiter. Die Frage ist ja, wenn die niemand verkauft, steht ja auch kein Vertrauensdruck und der Preis geht auch nicht nach unten. So, und die andere Sache, du hast gesagt 280 Milliarden oder Millionen, ist Milliarden oder Millionen? Milliarden in DeFi. Sind in DeFi, das kann man auch nicht so genau sagen, weil es werden ja immer die letzten Verkaufspreise mal Anzahl der Token gerechnet. So, und wenn man das jetzt alles irgendwie verkaufen würde, würde der Preis natürlich da auch relativ schnell gen Null wandern gehen. Also, naja, ich sehe das ein bisschen anders, weil Angebot und Nachfrage, ja, da halte ich es eigentlich wie eine Preisbildung am Markt. Eine Preisbildung am Markt findet immer nur dann statt, wenn Angebot und Nachfrage ist. Wenn ich keine Nachfrage habe, gibt es auch keinen Preis. Kein Angebot hast, gibt es auch keinen Preis. Aber nochmal, du kannst die ersten Dinger kannst du zu dem Preis handeln und die letzten wirst du zu einem anderen Preis handeln, der fast nahe Null ist. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, ein übermäßiges Verkaufsangebot hast, wenn du natürlich ein Kaufangebot hast, dann geht der Preis nach oben. Und irgendwann ist dann sagen dann die Letzten, nee, das ist mir jetzt zu teuer, ich kaufe nichts mehr. Aber lass uns mal weitermachen mit der nächsten. Ach so,
Du wolltest ja noch was zu Constitution DAO sagen, oder? Nee, das wolltest du, dachte ich. Ich wollte was anderes sagen, aber sag du das mal, komm. Ach so. Ja, also wie gesagt, es hat sich eine neue DAO, die Constitution DAO, gegründet. Die hat 47 Millionen eingesammelt und es geht darum, dort offensichtlich eine Originalkopie der US-Verfassung bei Sotheby's zu ersteigern. Hat aber nicht so richtig geklappt. Die Constitution DAO wurde überboten von einem Hedgefonds. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Ist aber erstaunlich, was im Kryptomarkt alles möglich ist. Und zwar zu One Inch. One Inch, der Sergei und sein Freund Anton, die haben wieder Geld bekommen. Und zwar haben die in der nächsten Finanzierungsrunde, gibt es eine Meldung, 12 Millionen US-Dollar oder Milliarden. Hier steht eigentlich Milliarden eingesammelt. Also die Zahlen sind ja irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Also 12 Milliarden wäre mir ein bisschen viel, aber wir werden das nochmal prüfen. Hier, ich habe den Artikel, One Inch Network hat 175 Millionen aufgebracht, während die dezentrale Finanzplattform DeFi auf die Einführung einer neuen institutionellen Produkte vorbereitet. So, und dass die Kunst wies darauf hin, dass One Inch, das zuvor Finanzierungsrunden in Höhe von 12 Millionen Euro oder Dollar hatte, jetzt da quasi ein bisschen mehr bekommen haben und das ganze Projekt selber mit 2,2 Milliarden quasi bewertet ist. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, da stand da ja auch ein bisschen eine Kritik, der Sergei, dass die jetzt KYC und Geldwäscheprüfung und so weiter anbieten wollen. Und in dem Artikel steht halt weiter, dass One Inch sich um eine BaFin-Lizenz bemüht und dass die Produkte für Banken, Hedgefonds und Broker anbieten wollen, um die quasi in den Markt reinzubringen. Dass deren, also das Interesse von One Inch ist es halt, diese da reinzuholen. Und deswegen unterwerfen sie sich als DeFi-Protokoll einer verstärkten Regulierung. Also ist jetzt auch eine Sache, die man ein bisschen zweigeteilt. Ich verstehe das schon, aber über kurz oder lang sind wir doch auch in den USA, werden alle DeFi-Produkte oder On-Ramp, Off-Ramp zumindest einen gewissen KYC-Druck und unterliegen und die werden sich dem auch beugen. Auf der anderen Seite ist natürlich, man will von den 2 Billionen Euro, die wir in Deutschland in den ETF-Fonds haben, wo man ja 20% jetzt in Krypto anlegen kann, davon wollen die natürlich von dem Kuchen auch was abhaben. Also insofern, ich finde das jetzt nicht irgendwie schlecht, sondern das ist ein ganz normaler Dinge, dass die sich angleichen und wir werden über kurz oder lang dort, wo man in regulierte Märkte kommt oder wo man an regulierte Märkte angrenzt, werden wir eine Überlagerung der alten und neuen Finanzwelt sehen. Und an einigen Stellen werden die sich ganz normal angleichen, glaube ich. Ralf, da gehören immer zwei dazu. Einer, der mitmacht und einer, der es will. So, und wenn jetzt aber keiner da ist, der es mitmacht, dann können die sich abstrampeln. So, und ja, aber noch wissen wir ja nicht, ob es niemanden geben wird, der mitmacht. Ich glaube, das muss man einfach ausprobieren. Naja gut, Von Inch geht jetzt vor und sagt, Von Inch geht vor und sagt, wir machen mit. Ja. Und somit ist schon mal die sich selbst regulierende DeFi-Welt gespalten. Und das ist so der Kritikpunkt, den einige da halt vorbringen. Und den ich durchaus auch nicht vertrete. Ich durchaus auch. Ich sehe es mit dem Lachen und dem weinenden Auge. Ich glaube, dass die DeFi-Welt den herkömmlichen Finanzamt einfach Markt auf Stück für Stück auffressen wird. Meiner Ansicht nach, das mit weinendem Auge bei mir ist, dass dann solche Dinge wie wirkliche Anonymität oder Pseudonymität immer weiter den Bach runtergeht. Das ist das weinende Auge bei mir. Und schauen wir mal, wer da am Markt oder wo das am Ende hinläuft. Ja, wir wissen es einfach noch nicht. Aber auch das wird der Markt entscheiden, hoffentlich. Vielleicht noch etwas, was ich denke, was auch noch interessant ist. JP Morgan hat angeblich eine aktuelle Analyse vorgelegt und in dieser Analyse sagen die, ja, Ethereum wäre Bitcoin in vielen Belangen überlegen. Nun werden alle Bitcoin-Maximalisten natürlich aufschreien und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Erst haben diese JP Morgans den Kryptomarkt ganz abgeschworen und jetzt gibt es nichts Wichtigeres als das. Und dann kommen die auch noch damit, dass Ethereum vor Bitcoin von denen bewertet wird. Also ich weiß ja nicht, wie siehst du das?
Wo siehst du? Siehst du Ethereum vorne für die Zukunft oder Bitcoin oder? Der Christoph Jentsch hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Bitcoin braucht die Blockchain, um zu funktionieren, und Ethereum, da braucht die Blockchain Ether, um zu funktionieren. Das sind zwei verschiedene Konzepte. Schon alleine bei Bitcoin habe ich ein münzbasiertes System, bei Ethereum kontenbasiert. Und ich finde den Ether wesentlich schwächer von der Härte her gesehen als Bitcoin. Bitcoin ist das härteste Geld, was wir haben, und auch das solideste. Und Ether ist irgendwas Weiches. Wir haben jetzt einen Nachfrageschub nach Ether wegen der Staking-Geschichte. Die wird sich irgendwann wieder regulieren. So, aber ansonsten ist Ether irgendwas wie Öl, was zwar einen Wert hat, aber was halt in großer Menge verfügbar ist. Und ich sehe nach wie vor Bitcoin als das solideste und beste Geld an. Und Ethereum, klar, steht das auf Platz 2, weil man halt da die ganze DeFi-Welt drinne sich rumtubelt und jubelt und turnt. Ähnlich so wie Metaverse quasi dezentral lennt und Second Life und alles Mögliche in sich aufsaugen will. So macht es halt Ethereum mit der DeFi-Welt, wobei es da natürlich auch Mitbewerber gibt, die da halt auch irgendwie was machen. Aber ich muss sagen, warum soll ich Leuten trauen, die halt in der Vergangenheit nicht gerade bewiesen haben, dass sie da einen Durchblick haben, sondern klar kann jeder mal seine Meinung ändern, aber ob die jetzt da die richtige Meinung gefunden haben, ich sehe es locker, soll jeder seine eigene Meinung haben, aber für mich ist halt das solideste Geld Bitcoin und danach kommt auf Platz 2 halt Ethereum, Monero, Dash. Und dann kommen halt lange nichts. Und was du vorhin gesagt hast, muss ich dich korrigieren, Ralf. Du hast gesagt, Kryptowährung auf dem Platz, auf den ersten 10 Plätze sind auch Kryptoassets. Also da haben wir auch Stablecoins und das ist ja keine Kryptowährung. Das sind ja nur irgendwelche digitalen Anrechte auf zentrales Geld. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber das und auch noch sind IOU-Coins, also wie das Geld, so Schuldversprechen sind das eigentlich nur. Mhm. Weil die ja den Wert nur in sich haben, weil angeblich was hinterlegt ist. Aber vielleicht machen wir bei den News mal mit Bitcoin weiter. El Salvador. Ich habe noch einen Einwurf. Ich habe noch einen Einwurf. Und zwar habe ich gelesen, Brave hat jetzt in der neuen Browserversion unterstützt es auch MetaMask. Und da habe ich eine Anleitung gefunden, wie man in die MetaMask-Wallet bei Brave, wie man die Binance-Chain sprechend machen kann. So ist okay, mach, also weiter. Der Brave-Browser unterstützt so lange Metaverse. Es könnte sein, MetaMask ist so durcheinander, bin ich schon, dass ich jetzt MetaMask und Metaverse verwechsle. Gut, es unterstützt jetzt auch Ledger. Aber machen wir weiter mit Bitcoin. El Salvador, dort war ja jetzt die große Bitcoin-Konferenz, viel Aufmerksamkeit. Seitdem El Salvador Bitcoin als Zahlungsmittel neben dem US-Dollar eingeführt hat, mittlerweile 3 Monate, da ist auch die Wirtschaft komischerweise gestiegen, richtig angesprungen. Man spricht dieses Jahr bis Ende des Jahres von einem geplanten Wirtschaftswachstum von 9%. Und davon geht man davon aus, dass mindestens 7 oder 8% durch die Einführung von Bitcoin zustande gekommen sind. Wenn man sich das mal überlegt, es gibt ja dort den Bitcoin Beach, wo man ja mit Bitcoin Lightning bezahlen kann. Und mittlerweile haben mehr als 80% der Einwohner von El Salvador auch das sogenannte Chivo Wallet runtergeladen. Vor der Einführung von Bitcoin hatten mehr als 60% keinen Zugang zu Geld oder zu Konten. Und jetzt haben schon 80% der Bevölkerung dieses Chivo Wallet, was incentiviert wurde, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, runtergeladen. Und der Nayib Bukele, das ist der sogenannte Präsident von El Salvador, der hat auch eine Bitcoin City, die über einen Bitcoin-Fonds finanziert werden soll, angekündigt, aufgelegt. Ich bin mal gespannt, was es ist. Aber das dort zeigt sich, könnte sich ein Beispiel zeigen, wie ein Land aus der dritten Welt, ich sag mal, sich vielleicht vom Dollar ein bisschen loslöst, beziehungsweise neben dem Dollar eine härtere oder harte, genauso harte Währung,
der Dollar ist ja nicht hart, wir wissen das ja, einführt und dort die Wirtschaft zum Erblühen bringt. Es gibt ja schon einige Prognosen, die so ein bisschen milde lächeln zu Deutschland sagen, ja, Deutschland ist dann irgendwann dritte Weltland, wenn man nicht auf diesen Zug auch aufspringen. Und die lateinamerikanischen Staaten könnten uns irgendwann mal in der Wirtschaftsentwicklung überholen. Also aus meiner Sicht, bei allem Positiven, ich würde das sehe das sehr positiv und progressiv. Ich glaube, man kann das beobachten und wir sollten uns in Europa davon auch mal ein paar gute Dinge abschneiden und die auch einführen. Und nicht auf unserem nur CDBC-Weg und warten, wie die Lemminge als Bürger davor sitzen und sagen, naja, der Staat wird uns, der hat das Geldmonopol, der wird uns schon seinen Segen mit seinem Geld bringen. Ich glaube, dass Bitcoin, wie du es ja selber auch sagtest, das härtere Geld ist. Und ich bin gespannt, was in El Salvador alles noch passiert, beziehungsweise in anderen lateinamerikanischen, vielleicht auch asiatischen und afrikanischen Staaten. Also Ralf, ich will ja kein Spielverderber sein, aber das ist ein Wunschtraum. Erstmal durch Europa, das sind andere Ziele, die da ablaufen. Und zweitens, der Bitcoin wurde in El Salvador auch von oben eingeführt, weil die Autorität bestimmt, was Geld ist und wonach die Massen gierig sind. Und wenn jetzt Bitcoin das neue Geld ist, dann sind die nach Bitcoin gierig. Und wenn jetzt Colaflaschen das neue Geld ist, dann sind die halt nach Colaflaschen gierig. So, und in Europa hat niemand ein Interesse, ein freies Geld einzuführen, außer irgendwelche Lemminge, die vorne wegrennen und Ahnung haben. Aber der Großteil der Leute hat ja keine Ahnung und dem ist es ja wurscht. So, und die vertrauen halt auf die gewählten Führer, die aber von anderen ihre Richtung und ihre Maßnahmen ins Ohr geflüstert bekommen. So, und deswegen kannst du lange warten, dass man in Europa ein Geld ohne Überwachung, was niemand quasi bestimmen kann, einführt, sondern Ziel wird sein, digitale Zentralbankwährung und ein programmierbares Geld. So pessimistisch habe ich dich ja lange nicht gesehen. Ich dachte, das ist nicht pessimistisch, das ist realistisch. Kann sein, dass ein bisschen Realismus bei oder sehr viel Realismus da dabei ist, aber wir haben doch den Podcast auch gestartet, um aufzuklären, um Bildung zu Geld und was ist Geld oder was wird Geld sein, wohin wird es sich entwickeln, um aufzuklären. Und ich bin da sehr progressiv gestimmt, dass es schon gelingen wird oder beziehungsweise dass selbst der Bitcoin, dadurch, dass er da ist, beeinflusst er das andere System. Das ist wie immer auch in der Physik, wenn du etwas misst, dann beeinflusst du durch die Messung selbst das System. Und dadurch, dass es den Bitcoin gibt, der jetzt schon auch eine Marktkapitalisierung teilweise von bis zu 1 Billion Dollar in sich vereint. Und das Geld ist nicht zentral herausgegeben, sondern dezentral herausgegeben. Es gehört niemandem, es reguliert sich selbst. Also ich glaube schon, dass immer mehr Leute erkennen, was hinter das Bitcoin an dieser Stelle nicht nur ein Geld ist, sondern dass das eigentlich mehr und mehr in eine Philosophie oder in einer Betrachtung von Philosophie fast religiöse Dinge annimmt. Aber das sollte man vielleicht mal in einem eigenen Podcast diskutieren mit Bitcoin-Maximalisten und Bitcoin-Minimalisten. Schauen wir mal. Aber es gibt noch was anderes Neues. Polkadot hat seine erste Parachain herausgebracht. Das ist auch eine DeFi-Plattform. Und die heißt Akala Network. Und bei Polkadot ist es ja so, dass dort auch Projekte versteigert oder in einer Auktion sozusagen versteigert werden oder Preise bekommen. Und die erste Parachain-Auktion, die gelaufen ist, hat eine DeFi-Plattform mit dem Namen Akala Network gewonnen. Und ich bin auch gespannt, was da so noch alles wächst. Also es scheint jetzt, dass Polkadot wirklich durchstartet und als Multi-Chain oder auch Ethereum-kompatibel kann es ja sein. Ich sehe dort auch Potenzial, aber müssen wir schauen. Ich betrachte das auch, sollte jeder mal drauf gucken, ich betrachte das auch sehr positiv, was da läuft. Dann gab es noch ein bisschen was Neues. Es kündigen sich einige City-Coins, sogenannte City-Coins an. Miami hat das vorgemacht und New York wird folgen.
Vielleicht gibt es in Sachsen auch mal den Versuch eines Citycoins. Ich habe da was gehört von einem Jobbautaler, den man wohl in der Gegend um Mittweida versucht zu etablieren im digitalen Raum. Den gab es ja schon mal im analogen Raum. Hat sich als lokales Geld und lokale Finanzierung von Dingen nicht ganz so durchgesetzt, war zu kompliziert. Vielleicht geht es digital auf der Blockchain einfacher. In Summe werden ja Citycoins dazu genutzt, um Dinge in einer Stadt zu finanzieren oder Anteile oder Geld für Bauvorhaben zu sammeln oder auch um das digitale Leben, wie zum Beispiel Parken, einfacher zu machen oder ein paar Gebühren einzuziehen oder Wassergebühren oder irgendwelche Dinge, die was kosten. Ich will Licht haben, ich will Strom haben, ich will Wasser und Abwasser haben, dass man damit einfacher bezahlen kann. Jedenfalls scheint ein Boom, ein massiver Boom, ähnlich den NFTs, wo wir den NFT-Hype oder einen Hype nach dem anderen jetzt erleben, denke ich, dass auch so solche Citycoins oder lokale Währungen auf der Blockchain kommen, die dann Dinge vereinfachen. Wie siehst du das, Thor? Ich sehe das nicht so. Erstens ist es kein Boom, sondern da steckt eine Firma dahinter, die die Umsetzung sich bezahlen lässt und die machen offenbar gutes Marketing. So, auf und jeden Fall auch. Ja, natürlich. Ja, das heißt, die haben ein Interesse, Kohle zu kriegen, um das Zeug dann einzuführen und zu betreiben. Und ich glaube, dadurch, dass der Bürgermeister von New York, was glaube, da sich mal positiv drauf geäußert hat zu dem, ich glaube, in Miami, haben sie beschlossen, ihm auch ein Angebot zu machen und kommen mit ihm ins Geschäft. Ja, ja, sehr witzig. So, und zu den Citycoins, das hatte ich schon mal im Buch Dezentrales Geld mal ausgebuddelt. Da gab es in Brasilien ein echt gutes Projekt, allerdings weniger digital, dass die Bewohner der Stadt für bestimmte Dienstleistungen oder Services oder, ich sag mal, Park aufräumen, Straßen entrümpeln, haben die halt solche Token bekommen, mit denen sie dann wieder Sachen und Dienstleistungen bezahlen konnten. Und das, denke ich mal, ist ein interessantes Konzept, weil es der Gemeinschaft zugutekommt und die Leute bekommen da auch ihr Erfolgserlebnis quasi in Token bezahlt, was sie da auch dann wieder in irgendwie andere Sachen wieder tauschen können, in Freizeit, in Dienstleistung oder was auch immer. Also Idee finde ich gut, allerdings muss man da wieder aufpassen, dass man sich nicht zu doll verzettelt. Ja, aber Thor, was ist denn los heute mit dir? Du bist ja sonst eigentlich der Krypto- und dezentrale Geld-Maximalist. Und heute bist du so, naja, zurückhaltend. Nee, teilweise nicht zurückhaltend. Nachdenklich. Auch nicht. Ich im Prinzip, sagen wir mal so, wenn man sieht, was draußen vor sich geht, kann man schon Zweifel hegen. Und ein Großteil der Leute ist nicht informiert. Und die Leute, die uns zuhören, sagen wir mal so, die machen jetzt auch wenig Anstalten, das Wissen, was wir hier mühevoll zusammentragen und versuchen rüberzubringen, verständlich rüberzubringen, weiter zu verbreiten. Und unser Aufklärungsgedanke verpufft halt in unserer Blase. Und ansonsten muss man halt andere Sachen auch mal ein bisschen kritisch hintersehen. Du bist bei einigen Sachen zu euphorisch reif und ich sehe, bei der Digitalisierung sehe ich große Probleme. Und Globalisierung ist nichts Gutes. Und die Digitalisierung ist ein Teil der Globalisierung. Aber Digitalisierung kann auch Dezentralisierung kann auch Vorteile bringen. Kann, ja, aber im Prinzip die meisten sind halt so der Propaganda der Massenmedien verfallen, dass sie darauf wenig ansprechen. Und Propaganda, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, das, was wir in der DDR hatten, das war keine Propaganda. Das wurde zwar so genannt, aber das, was jetzt den Leuten ins Gehirn geblasen wird, ist schon ziemlich derbes Zeug. Und da hast du selbst als aufgeklärter Mühe, dich dagegen zu stemmen, weil du den Müll überall ins Ohr geblasen bekommst und ins Auge. Und das Gehirn weigerlich sagt, ja, wenn es so viele sagen, dann muss das ja wahrscheinlich irgendwie stimmen oder muss ja was Wahres dran sein. Aber lass uns mal weitermachen mit den Krypto-Sachen. Da soll sich jeder irgendwie selber informieren. Aber im Prinzip gehe ich jetzt erstmal von einigen schlechten Jahren aus. Und das wird jetzt in nächster Zeit noch ein bisschen stärker, schlechter werden. Also, wie gesagt, ich bin dem Ganzen, zumindest Bitcoin, das ist eine Parallelwelt oder es wird eine Parallelwelt sein. Schauen wir mal, wie viele Zahlungsannahmemöglichkeiten wir Stück für Stück da in Europa etabliert bekommen.
beim nächsten Bitcoin-Stammtisch, der wohl nächste Woche stattfindet in Dresden. Da gibt es so eine Bar, da kann man jetzt schon mit Bitcoin und Lightning bezahlen. Das ist Patsys Sportbar. Schauen wir mal. Wo kann man denn bei dir in Costa Rica mit Bitcoin bezahlen? Hast du da schon ein paar Zahlungsstellen gefunden? Ja, müsste man mal suchen. Die Frage ist immer, ich bin wenig motiviert, gutes Geld auszugeben. Du kannst mich mit Bitcoin bezahlen und es gibt hier einige, sag mal, Grundstücksbesitzer, die ihre Grundstücke auch gegen Bitcoin verkaufen. Also ich habe hier einen, der ja schon seit 20, 25 Jahren unterwegs ist und hier Grundstücke verkauft und der kennt hier hin zum Kunst. Und wenn ich sage, okay, ich will dir was haben und ich habe, was ich, 5 Bitcoin, die ich ausgeben will oder 10, dann findet er mir Leute, die ihre Sachen für Bitcoin verkaufen. Naja, ganz schön viel Geld. Gut, also ich wäre jetzt mit meinen Neuigkeiten so aus dem letzten Monat durch. Gut. Dann kommen wir zum zeitlosen Thema. Ich hatte ja in einem der letzten Podcasts gesagt, dass ich mal kurz ein bisschen was zur Dezentralisierung sagen will und wie man diese misst. Jetzt hier noch ganz kurz mal, wo taucht Dezentralität auf? Das haben wir beim Blockchain-Trilemma. Da haben wir 3 Punkte, Dezentralität, Sicherheit und Skalierung. Und 2 kann man in einer positiven Weise beeinflussen. Und die 3. muss man immer laufen lassen und die läuft dann meistens in die andere Richtung. Will ich jetzt nicht konkreter drauf eingehen, empfehle ich jedem mein Buch, Dezentrales Geld, da erkläre ich das ausführlicher. Dann gibt es hier so eine ominöse Grafik, die Satoshi Nakamoto zugeschrieben wurde, die er am Anfang aber mal falsch veröffentlicht hat. Und der Vitalik hat sich da meiner Meinung auch angeschlossen, dass das falsch war. Und ich habe hier die korrigierte Version. Was ist zentral? Ich habe ein Zentrum in der Mitte. Und was ist dezentral? Das ist das ganz rechts. Ich habe hier viele Punkte wie in so einem Gitternetz. Keiner ist da priorisiert. Keiner ist größer als die anderen, sind alle irgendwie gleichbedeutend. Und jeder ist mit jedem irgendwie verbunden. Und das, was dazwischen ist, ich habe verteilte Sachen. Das heißt, das sind so wie die, wie das Verkehrsnetz in Russland. Ich habe von Großstadt zu Großstadt Straßen und dann habe ich im Bereich der Großstadt zu den kleineren Städten und Dörfern direkte Straßen. Aber ich muss, wenn ich von einem Dorf zum anderen will, immer über die nächsten größeren Städte fahren. Und das nennt man dann verteilt. Aber wie gesagt, mehr dazu in meinem Buch. Ich will es ja nur kurz mal angesprochen haben, wo dezentral vorkommt und was überhaupt dezentral ist. Also dezentral ist das Gegenteil von zentral. So, dann gibt es noch den Dezentralitätskoeffizienten. Da gibt es hier Medium-Artikel oder beziehungsweise einen anderen Artikel auf earn.com. Den will ich jetzt auch nicht einzeln wiedergeben. Da haben sich auch ein paar Leute Gedanken gemacht und haben da den Zentralitätsindex ausgerechnet. Und ich habe hier unten D ist gleich 1 minus A durch A plus B. Das ist dann der Dezentralitätsindex. Das heißt, wie bemesse ich mathematisch Dezentralität? Ist jetzt auch komplizierter, will ich jetzt auch nicht näher erklären. Interessanter ist aber eher diese Seite, diese Grafik. Wenn ich ein komplexes System habe, wie zum Beispiel eine Blockchain, und ich will jetzt dort bestimmen, ist die Blockchain eher zentral oder eher dezentral, dann überlege ich mir bestimmte Bereiche. Wie sieht es beim Mining aus? Wie sieht es bei der Softwareentwicklung aus? Wie sieht es überhaupt mit den Entwicklern aus, die auf GitHub Änderungen machen? Wie sieht es mit den Besitzern aus? Wie sieht es mit den Knotenrechnern aus, mit den Kryptobörsen? Also Kryptobörsen sind ja die Stellen, wo ich ins Kryptosystem rein- und rausgehen kann. So, und wenn ich da halt nur wenige habe, dann habe ich da einen Punkt, der eine hohe Zentralität hat. Und man kann im Prinzip sagen, wie bei einer Kette, wo das schwächste Glied die Stärke der Kette bestimmt, ist es auch so, in einem dezentralen System bestimmt der schwächste Bereich den Grad der Dezentralität. Und die Entwickler, die Wissenschaftler, die das mal untersucht hatten, für, glaube ich, 2017 war das, hatten festgestellt, dass da bei Ethereum gab es nur 2 Entwickler. Und das war quasi der Pferdefuß, weswegen Ethereum sehr zentral war in dem Jahr. Bei Bitcoin waren es nur ein paar mehr, aber jetzt auch nicht Hunderte mehr. So, und das, denke ich mal, ist eine interessante Sache, um sich dieser Frage oder der Antwort zu nähern, wann ist was dezentral oder zentral? Ich gucke mir einfach Bereiche an, wo es halt wenig Alternativen, wenig Möglichkeiten gibt. Und da
Wenn ich den habe, kann ich auf das komplette System schließen. Mhm. Fragen dazu, Ralf? Naja, du gehst davon aus, wenn es nur öffentliche Blockchains können, sind echte Blockchains. Und wenn, dann muss auch die Software, also die Codebasis, Open Source sein oder nur zum Teil oder komplett? Nee, sollte schon Open Source sein, wenn die jetzt Closed Source ist, also das Gegenteil, also diese, dass eine Firma darüber bestimmt, habe ich ja wieder den Chef der Firma als zentralen Angriffspunkt. Und wenn es so, eine DAO wäre? Bei einer DAO, wenn die wirklich dezentral, was hat denn der Christoph? Der Christoph hat gesagt, wenn wir bei Ethereum gleich am Anfang Staking eingeführt hätten, hätten wir eine hohe Zentralität gehabt. Deswegen mussten wir erstmal Proof of Work machen, um wirklich eine dezentrale Verteilung der Ether zu bekommen. Und erst im zweiten Schritt können wir später Staking einführen. Bei Staking tust du ja die belohnen, die meiste Kohle haben. Das ist wieder so. Wie das Staking aufgesetzt ist, ja. Ja, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, heißt es ja. So, und wenn du jetzt bei Ethereum Leute hast, die Entwickler, die halt die meisten Ether haben, dann sind die quasi der Chefs des Ethereum-Universums. Mhm. So, aber der Punkt beim Code, bei Bitcoin zum Beispiel, ist es ja so, du hast Entwickler, die können ja mehrere sein, aber du hast diejenigen, die entscheiden, welche Codezeilen in die neue Softwareversion kommen. Das ist wieder eine kleine Anzahl von Leuten. Das sind 3-4 Leute, das war mal zeitweise nur einer. Und der eine hat dann gesagt, das ist blöd, dass ich da alleine bin, weil ich bin ja zentraler Angriffspunkt hier. Wir müssen gucken, dass das andere auch mitmachen und entscheiden, was in die nächste Version reinkommt. Also hat das Ökosystem quasi sich selber versucht zu korrigieren. Und die Gretchenfrage ist immer, ab wann ist irgendwas dezentral? Da gab es ja auch die Diskussion mit Markus. Der hat ja gesagt, dezentral ist halt, wenn keiner verantwortlich gemacht werden kann. Und in einem anderen Podcast, wer war es dann, hat irgendeiner erzählt, nee, das ist zu kurz gesprungen, weil es gibt ja auch dezentrale bekannte Sachen wie Volks- und Raiffeisenbanken oder die Spaßkassen, die ja eigentlich zwar, wo die Punkte bekannt sind, aber auch dezentral eigentlich sind. Aber ich würde das eher gerade Banken oder sowas würde ich eher als ein verteiltes System ansehen. Ich habe zentrale Punkte und dann habe ich halt abgesetzte Punkte in dieser Zentrale. Ich würde das noch nicht als richtig dezentral würde ich wirklich sagen, ist verknüpft mit, ich kann den nicht auswendig machen mit anonym. Das ist, ich glaube, der Musenbrock war es. Christoph Musenbrock hatte gesagt, dezentral fängt ja bei ihm schon, also ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten wieder, schon eher an und nicht erst, wenn die Betreiber nicht erkannt werden können. Gut. Naja, gebe ich dir recht. Danke. Dann kommen wir mal zu deinem Zitat des Monats, Ralf. Tja, aus aktuellem Anlass, wir stehen ja gerade in Deutschland vor einem Wechsel in der Regierung. Und da habe ich ein sehr interessantes, meiner Ansicht nach, was voll zur Zeit passt, Zitat von Ludwig von Mises gefunden. Eine repräsentative Demokratie kann nicht bestehen, wenn ein großer Teil der Wähler auf der öffentlichen Gehaltsliste steht. Wenn die Parlamentarier sich nicht mehr als Treuhänder der Steuerzahler ansehen, sondern als Vertreter der Empfänger von Gehältern, Löhnen, Subventionen, Arbeitslosenunterstützung und anderen Wohltaten aus dem Steuertopf. Dann ist es um die Demokratie geschehen. Aktuell in Deutschland haben wir ja eine Staatsquote zwischen 15% und 60%. Und angesichts der Umverteilung, die stattfindet, 5 Millionen Staatsdienern, die vom Staat bezahlt werden, wobei die Hälfte nur mit der sinnlosen oder an vielen Stellen für mich sinnlosen Umverteilung beschäftigt sind, was nichts bringt, außer dass Leute davon bezahlt werden und es kommt nicht mehr bei den Leuten an. Es ist wirklich die Frage, in welchem Zustand ist die Demokratie oder das, was man repräsentative Demokratie in Deutschland nennt, wirklich? Also ich habe da sehr viele Fragezeichen und ich kann euch nur das Buch Libertarismus von Ludwig von Mises empfehlen. Dort ist einiges beschrieben dort stehen auch Dinge, die er vor 50, 40, 60 Jahren aufgeschrieben hat in seinem Buch, die heute so aktuell sind, die genau auf unsere Zeit passen. Und man sollte mal auch seine Bücher oder die von
Hayek lesen oder von Rothbard, ein bisschen mal unser jetziges Geld- und Wirtschaftssystem zu verstehen, zu analysieren, versuchen dahinter zu gucken und um besser zu verstehen, vor welchem Abgrund wir wahrscheinlich derzeit stehen. Da, Ralf, da bringst du ja wieder Haufen Schlagwörter. Also erstmal der Rothbard, wenn ich den immer höre, muss ich immer denken an seinen Ausspruch, Steuern sind Raub. Ja. Wenn ich das Wort Abgrund höre, dann muss ich immer an Walter Ulbricht denken, der mal sagte, 1945 standen wir kurz vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Das berühmte Zitat. Und das andere ist Demokratie. Wenn ich das Wort höre, muss ich immer an Professor Mausfeld denken, der erklärt hat, wie der Begriff Demokratie eingeführt wurde, nämlich mit dem Kapitalismus, um die Leute mit dem Surrogat zu vernebeln. Das heißt, und du sagst ja da auch schon, repräsentative Demokratie. Repräsentativ ist ja irgendwas Scheinbares. Es ist eine scheinbare Demokratie. Andere Leute sagen Fassadendemokratie dazu oder ich würde da eigentlich momentan auch sagen Faschismus. Aber naja, das glaube ich nicht. Ich würde eher sagen, wir leben in einer, oder ich empfinde es als eine repressive Lobbykratie, was da passiert, gerade bei uns. Tja, nee, das ist Faschismus, was passiert. Aber müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren? Nee. Aber wir haben heute auch ein Zitat von unserem Mitstreiter Mario dabei. Und vielleicht erläuterst du es mal kurz. Genau, der Mario hat ein Zitat von meinem Liebling, Meyer Amschel Rothschild, gebracht. Und der hat einige nette Zitate gebracht. Das Zitat, was der Mario ausgesucht hatte, lautet: Ihr Geld ist nicht weg, mein Freund, es hat nur ein anderer. Wie war? So, und ich habe wieder ein Zitat von meinem Freund, vom Jimmy Song, seines Zeichen Bitcoin-Maximalist. So, das lese ich mal vor. Geld erfordert eine andere Art von Glaubwürdigkeit als die Billigung einer Person. Geld muss über das Leben der Person hinaus bestehen, die es befürwortet. Zusicherungen von Menschen sind in der Tat fast nutzlos, weil die Zukunft so ungewiss ist. Die Leute, die solche Versprechen machen, können ihre Meinung ändern und die Führung kann sich auf andere verlagern, die nicht die gleiche Vision teilen. Persönlichen Garantien ist also auf Dauer viel schwerer zu trauen. So, und das Geld, was wir haben, es ist ja eigentlich auch eine Garantie der Zentralbank. Das ist derzeit bei uns, wir haben das so kennengelernt, nehmen es so hin, aber man sollte auch mal in Frage stellen, muss es so sein? Nichtsdestotrotz ist Geld schon seit einigen Jahrhunderten einfach ein ganz oder der wichtigste Vertrag des Zusammenlebens von Menschen, weil Geld als Austausch, virtualisiertes Austauschmittel, als Zahlungsmittel, als Wertmittel eigentlich akzeptiert ist. Gold zum Beispiel, was auch mal als Währung Geld genutzt worden ist, seit fast 3000 oder 2500 Jahren. Also Geld ist ein ganz wichtiger Zusammenlebensvertrag. Es wird bloß nicht in unserem Kopf geschult, in unserer, das, was Geld gerade ist. Aber darüber sollte man vielleicht auch mal eine philosophische Einzeldiskussion führen. Hatten wir doch schon mal. Hatten wir den Alex Anarcho da. Ja, dann sollte man das vielleicht nochmal vertiefen mit ein paar Leuten, die Geld mal aus sozialethischer, aus psychologischer und nicht nur aus geldpolitischer Bewertung heraus diskutieren. Dann können vielleicht wir das ja mal machen. Das ist ja ein neuer Ansatz. Ja, können wir wieder ein Blockchain-Café machen. Hätte ich schon ein paar Leute, die ich da ansprechen würde. Wunderbar. So, Ausblick, was haben wir noch? Ralf, willst du es wieder sagen? Ja, gerne. Also wir haben geplant, einen Podcast mit Tim Käbisch. Der ist ein Student am Blockchain Competence Center, ein Mitarbeiter an der Hochschule und er will uns was zu seinem Projekt Forest Art sagen. Da geht es um NFTs, aber auch um, sage ich mal, Schutz des Regenwaldes. Seid gespannt, es wird interessant. Und dann hast du ja was organisiert mit dem Professor Tappen. Richtig, ich habe den Professor Dr. Falco Tappen habe ich gewinnen können. Der ist studierter Jurist und auch studierter Steuerberater und der erzählt uns was zu Steuern und Krypto.
Und der ist natürlich auch ein bisschen im Steuerstrafrecht engagiert und unterwegs und kann da einige nette Geschichten oder unnette Geschichten auch mit erzählen. Das nächste Thema, Ralf, kannst du wieder was sagen? Im Dezember haben wir auch weiterhin geplant einen Podcast mit Felix Hildebrand. Er ist Blockchain-Developer bei Luxo. Luxo, eine Blockchain, die aus der Modewelt oder für die Modewelt angelegt ist, kein geringer als Fabian Vogelsteller, der Kreator der ERC 20 und ERC 721, worauf die NFTs abgebildet werden, steht da dahinter. Und auch das wird sicherlich sehr interessant. Und Felix, ich habe mit ihm auch zusammengearbeitet und er arbeitet jetzt, wie gesagt, als Entwickler. Und seid gespannt, auch das wird noch im Dezember aufgenommen. Dann mache ich mal unsere Erreichbarkeiten. Wir sind erreichbar über die Homepage defi.jetzt. Da habt ihr verschiedene Menüpunkte, unter anderem Blockchain-Café, Blockchain-Espresso, die Gespräche oder auch noch die Audio-Files. Und es gibt auch Tutorials und ähnliche Sachen. Und da verweise ich beispielsweise, Weihnachtsmann steht ja vor der Tür, aber die meisten müssen ihre Geschenke selber kaufen und kriegen sie nicht vom Weihnachtsmann gebracht. Und da will ich nochmal einen kurzen Hinweis geben auf die Hardware-Wallet von SecureX. Wer sich interessiert, seine Krypto-Assets sicher zu verwahren, hat da eine sehr komfortable Wallet, die mit Garantie und schon importiert in Deutschland erhältlich ist und über uns mit 20% Nachlass bestellt werden kann. So, dann sind wir auf Telegram vertreten. Defi-Jetzt ist der Hauptkanal, der ist aber so rundfunkmäßig. Und zum Chatten, zum Kommunizieren mit uns empfehle ich jeden auch Defi-Chat aufzurufen und dem Kanal beizutreten. Und dann könnt ihr mit uns Nachrichten austauschen. Dann gibt es noch die üblichen Podcast-Apps, wo wir vertreten sind, Spotify, angebissene Apfel-Podcasts, Anchor FM, Google Podcast und Breaker, Castbox und wie sie alle heißen. Auf Hive tue ich auch mit der Kennung BC-I die Podcasts, die Tutorials veröffentlichen, und auf Getter findet er mich auch unter Tor-Alexander, wo er unter anderem auch die Nachrichten hier zu defi.jetzt mitbekommt, auf Twitter auch, aber promoten will ich eher Getter. Und wie gesagt, LinkedIn, YouTube könnt ihr mich auch kontaktieren. Wie gesagt, über die Kanäle, gebt uns Feedback, fragt uns an, gebt uns Likes, auch über den YouTube-Kanal und Telegram, äußert eure Wünsche, zu denen ihr thematisch oder zu denen wir thematisch mal einen Podcast oder eine Veranstaltung machen sollen. Also unser Podcast lebt nur von eurem Feedback. Verbreitet unsere Podcast-Adressen, Telegram-Adressen, und wir sind immer daran interessiert, besser zu werden und natürlich noch mehr Feedback und noch mehr Themen, die euch interessieren, zu bedienen. So, das war die letzte Folie und der letzte Monatsrückblick in diesem Jahr. Ja, dann gibt es den nächsten Monatsrückblick dann im nächsten Jahr. Ja, genau. Und wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen fleißigen Weihnachtsmann und viele Geschenke. Ja, kommt gesund ins neue Jahr, und vielleicht liegt bei dem einen oder anderen ja auch ein Krypto-Asset als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Lasst es euch gut gehen. Könnte auch ein Schokotaler sein. Also, bis zum nächsten Defi-Gespräch. Ja, also, tschüss. Tschüss.